Nachdem Daniel vor einigen Wochen einen Instagram-Account blockiert hat, der ihm ständig nervige Sprachnachrichten geschickt hat, erwartet ihn nun eine unerwartete Überraschung, die er nicht erwartet hätte. Was geht? Blockier mich nicht! Und wie läuft's so mit dem Blockieren auf Instagram? Ja, das lief ja alles sehr beschissen, ja? Läuft ja bei dir, ne? Siehst du ja direkt, hast du mich nicht ganz blockiert. Hättest du mal meinen Bro hier blockiert? Daniel wird nun also weiterhin von diesem Account genervt. Aber zum Glück hat Daniel bereits eine gute Idee, die er auch sofort umsetzt. Hallo. Hallo. Wir hatten ja telefoniert, es geht so um einen, der mir immer so komische Nachrichten und Sprachnachrichten auf Instagram schickt. Ganz genau. Bitte setz dich. Wie lange macht er das schon? Boah, das macht er jetzt schon so seit einem halben Jahr oder so. Und ich habe den schon mehrmals gesagt, dass er damit aufhören soll. Er schickt mir so, wo er einfach nur irgendwelche random Wörter sagt. Ich finde das nicht gut. Ich lasse es auch nebenbei als Sprachnachricht laufen. Rechnen Sie bitte damit, dass er sich da auch eine Rückmeldung abgeben wird. Ja klar. Wissen Sie denn den Namen von dem? Nee, leider nicht. Den hat er ja nicht in seinem Konto angegeben. Na gut, das ist schon gut, dass Sie dem daran teilhaben lassen. Haben Sie ihn denn schon mal versucht zu blockieren? Ja, das ist gerade. Aber ein paar Minuten später ist jetzt der Account von seinem Bruder. Ich leide natürlich auch darunter, weißt du, ich bin in letzter Zeit irgendwie sehr gestresst. Womit denn? Ja, allgemein schon mit Abi-Prüfung und so. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 17. Und was denken Sie, wie alt er jetzt ist? Boah, der müsste jetzt so auch so 17 sein, vielleicht. Es könnte auch sein, dass er erst 16 ist. Hat er denn schon geantwortet jetzt? Weil er hört es ja mit. Nee, noch nicht. Oh, er hat geantwortet. Gut, dann spielen Sie es mal bitte vor, was er geantwortet hat. Warte. Du bist jetzt bei der Polizei? Bitte mach das nicht. Ich schicke dir keine Nachricht mehr. Ich verspreche es. Es tut mir wirklich leid. Ja, bitte. Meine Eltern rasten aus, wenn ich... Bitte zeig mich nicht an. Ich weiß, ich hab dir schon mal gesagt, aber diesmal meine ich es wirklich ernst. Also jetzt hört ja auch die Polizei und so mit. Ich meine es wirklich ernst, ja? Also ich schick dir keine Nachricht mehr. Ich werde dich hier nicht mehr anschreiben oder so. Ich lasse dich in Ruhe. Ich verspreche es. Aber bitte zeig mich nicht an. Meine Eltern, die rasten aus. Bitte. Meine Eltern rasten aus. Meinst du es wirklich ernst, dass du mir keine Nachrichten mehr schickst über Insta? Weißt du was? Deutschrap geht los! Der Kran aus der untersten Etage auf die Straße, meine Bretter bleiben loco, Haschischbälle so wie Joko Lakos, der Kran. Okay. Kann ich Ihnen eine Sache sagen? Was denn? Der Typ hat echt einen guten Musikgeschmack. Hey, kannst du mir vielleicht mal deine Nummer geben? Sie wollen sie mich jetzt hier an.